Ja, Mahlzeit, Leute. So was wie ein Heimspiel heute für mich. Also auf jeden Fall die kürzeste Fahrt, die ich habe überhaupt zu einem Stadionblock. Nicht in dem Stadion, das wir gerade gesehen haben, sondern daneben auf dem alten Platz im alten Stadion Rote Erde. Ich gucke heute die zweite Mannschaft von BVB gegen Wuppertal. Und wie es sich gehört für das Heimspiel, ne? Gibt es lecker Fiege. Ich habe das Glück, dass aus irgendeinem Grund bei mir um Ecke in Dortmund im Kiosk gibt es Fiege. Also großes Lob an meinen nächsten Kioskbesitzer. Vielen Dank. Ich glaube, der heißt Yasin. Vielen Dank, Yasin. Heute auf jeden Fall zwei neue Erfahrungen für mich. Das erste Mal, dass ich Wuppertaler SV gucke. Ich kenne mich mit dem Verein überhaupt nicht aus. Am besten versuche ich nicht zu erzählen. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, auch im 14. Platz jetzt stehen und nur wenig Vorsprung haben vor den Abstiegsplätzen. Also wackelt ein bisschen bei denen. Und das erste Mal heute, dass ich das alte Stadion Rote Erde sehe. Das ist für mich ein Highlight. Also das interessiert mich schon. Westfalenstadion, das ist, kenne ich natürlich schon, also war ein paar Mal schon da, aber es ist schon interessant, so ein altes Stadion zu sehen, wo ich glaube, BVB hat da bis 1974 gespielt, also als ich nach Deutschland gekommen bin, waren sie schon im neuen Stadion, das ist schon, ja, das war 1994, als ich das erste Mal in Deutschland gelebt habe. Da waren schon 20 Jahre her, also so alt bin ich nicht, dass ich das alte Stadion kenne als Hauptstadion von BVB. Also bin ich gespannt. Da sind die Amateure am Arbeiten. Wenn ihr, wenn ihr Tipps braucht, Jungs, ne, fragt mich. Ist das geil hier, ey. Sehr schön, oder? Also wundert euch nicht, ich bin da alleine. Die Conny wollte ursprünglich mitkommen. Die Dortmunderin wollte mitkommen, Dortmund gucken. Aber die ist ein bisschen erkältet und hat sich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Ist in die Badewanne gegangen. Also bin ich alleine. Aber macht nichts, ich habe trotzdem Spaß. Ich kann ja auch verstehen, wenn sie ein bisschen ein bisschen angeschlagen ist. Aber ich denke mal, wenn es Rot-Weiß Essen gewesen wäre, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen. Leider haben wir das Spiel verpasst, als Essen hier gewonnen hat. Ich glaube, Bochum hat zeitgleich gespielt und Bochum hat natürlich Priority bei mir, also Vorrang. Ich habe auf jeden Fall nur 6 Euro bezahlt für den Stehplatz. Das ist völlig in Ordnung. Also ganz gutes Fußballniveau dafür, dass es nur 6 Euro kostet. Also bei BVB sieht man auf jeden Fall bestimmt gute junge Spieler, die den Durchbruch suchen. Apropos junge Spieler, die den Durchbruch suchen bei BVB. Was ist mit dem Haaland los, ne? Also ich glaube, er sitzt nicht mehr lange auf der Bank. Also ich habe auch gedacht, ne? Ja,
ist bestimmt ein ganz großer irgendwann mal, aber muss ja erstmal gucken, muss mal langsam ankommen und so, aber ja, der Junge hat's drauf, ne? Was haltet ihr denn alle von dem? Also ich kann mich sogar noch an seinen Vater erinnern. Er hat in der Premier League gespielt, bei Leeds und bei Nottingham Forest. Naja, auf jeden Fall bin ich so ein alter Sack, ich kann mich an seinen Vater erinnern. Und jetzt, ich glaube, der Sohn ist noch ein Ticken besser. Ich gehe mal hier Bierchen holen. Ist kein Fiege, aber Brinkhoffs trinke ich auch gerne. Ich gehe mit meinem Kronen, denn das ist kein Brinkhoff, sondern ein Kronen hier. Finde ich aber noch besser. Ich gehe mal hier rüber zu den Wuppertalern. Denn da, glaube ich, gibt es am meisten Stimmung. Ich finde das ordentlich, wie viele hier mitgereist sind. Und wenn die, ja, für die geht es auch wirklich um was. Und wenn die hier einen Sieg holen, dann ist das bestimmt viel interessanter, daneben zu sein. Ja, die paar Leute da in der Haupttribüne, BVB-Fans, die Bekloppten, denen es nicht reicht, hier, denen es die erste Liga nicht reicht, die auch die U23 mitnehmen müssen, finde ich auch cool eigentlich, ne? So Bekloppte muss es auf dieser Erde geben. Na, ich gehe aber auf jeden Fall rüber zu den Wuppertalern, trinke meinen Kronen. Apropos Kronen, die Conny und ich, also die Leute, die regelmäßig gucken und die Conny auch kennen, meine Frau, wir haben in der DAB-Brauerei geheiratet. Bei einer Ambiente-Trauung. Und wir hatten an dem Abend für alle Gäste Kronen vom Fass. Also, auf Conny, auf unsere Hochzeit, auf unsere Ehe. Prost! Also vor allem, wie man hier sehen kann, von der Seite sieht man auch viel besser. Also ich bin wirklich, ich weiß, dass das hier Tradition in Deutschland hat, aber ich bin ja wirklich kein Fan von so solchen Stadien mit Laufbahnen. Ich erinnere mich noch an das alte Parkstadion. Ja, das alte Parkstadion. Ich war ja mehrmals da, sowohl mit den Schalkern zusammen in der Kurve, als auch als Auswärtsfan. Und klar, in der eigenen Kurve war das ganz laut. Also sowohl als Bochum-Fan da in der Auswärtskurve, als auch bei den Schalkern. Aber auf der anderen Seite hat man gar nichts mitgekriegt. Da wäre man nicht im selben Stadion. Da hat man auch wirklich hier kaum, was da drüben passiert. Ja, ich bin natürlich verwöhnt als Engländer. Also Fußball ist Sportart Nummer 1 immer schon gewesen. Und die Stadien waren damals einfach für den Fußball gebaut. Hier musste sich das nach und nach ändern. Also ich schätze die Tradition, also hier mit der Laufbahn. Aber zum Fußball gucken ist das viel besser, so was wie im Ruhrstadion. Oder jetzt das Westfalenstadion, sogar das neue Lego-Stadion von Schalke. Ja, da steht drauf, ne? Sektion Stadionverbot. Die haben gerade alle gesungen gegen alle Stadionverbote. Also Insider können vielleicht kommentieren unten, worauf sich das bezieht. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Sind das wirklich Leute, die alle Stadionverbot haben im Westfalenstadion und deshalb hierher kommen? Oder was steckt dahinter? Schon eine coole Kulisse, ne? Darf ich als Bochumer sagen. Wuppertaler, die geben auch schon alles. Ich höre jetzt AC/DC, also muss ich hier ausmachen. Dann macht mir YouTube das Video kaputt. Thank you.
Alles nur für den SVW. Und da drüben bei den Dortmundern Stille. Halbzeitpause 1-1. Der BVB kommt immer mehr ins Spiel, eigentlich für mich die bessere Mannschaft. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz, wenn man als U23 oder zweite Mannschaft auftritt. Es geht darum, richtig zu spielen. Also geht nicht nur um das Ergebnis, sage ich mal. Es ist also der Erfolg in der Liga steht nicht im Vordergrund, sondern es geht darum, Spieler auszubilden. Und dementsprechend versuchen sie auch, ja, richtig Fußball zu spielen. Haben sie auch gut gemacht. Die sind auch für mich ein bisschen überlegen. WSV spielt ein bisschen direkter. Hat ein paar Chancen auch gehabt dadurch. Ganz interessantes Spiel. Ich gehe jetzt noch ein Bierchen holen. Gehe aufs Klo und dann gucken wir, was in der zweiten Halbzeit passiert. Letztendlich bin ich auf Glühwein umgestiegen. Nicht, dass ich unbedingt Bock auf Glühwein habe, aber ich habe ganz kalte Finger, ich habe keine Handschuhe mit und das wärmt schön. So, die zweite Halbzeit fängt gleich an. Ich stehe hier gegenüber von dem Tor, wo jetzt Wuppertal drauf schießen wird. Also ich haute mich jetzt heute, für heute zumindest als Wuppertal-Fan kommen. Gut, hier stehe ich normalerweise zu jedem Verein, der gegen irgendeine U23-Mannschaft spielt, außer zur U23 von Bochum. Die gibt es auch gar nicht mehr. Ja, dann hoffen wir, dass wir ganz viele Tore hier sehen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Jo, 2-1, auch gar nicht schlecht rausgespielt, ne? Schön. Die Jungs da drüben, die freuen sich. Yeah.
Die Wuppertaler kamen eigentlich ein bisschen mehr ins Spiel, aber haben ein paar Chancen gehabt. Aber weiß nicht, also spielerisch ist dieser BVB, spielerisch ist diese BVB-Elf schon überlegen. 3-1, ich glaube, das hat sich erledigt eigentlich. Wir geben noch alles. Wir bleiben nur noch 10 Minuten oder so. 3-1. Ich glaube nicht, dass sie zurück ins Spiel kommen. Aber die paar Fans, die angereist sind, die geben alles. Hut ab. Das war's. Der BVB gewinnt 3-1 gegen Wuppertaler SV. Ein netter Fußballnachmittag. Ich denke, es wäre wahrscheinlich ein bisschen lustiger gewesen, hätte Wuppertal gewonnen. Aber verdient hat es auf jeden Fall die zweite Mannschaft von BVB. Die waren ja schon ein bisschen besser. Vor allem hatten sie alles im Griff in der zweiten Halbzeit. Bin ja froh, dass ich hier war. Also herzlichen Spaß, bin auch froh, dass die Winterpause vorbei ist. Ich verabschiede mich hier vom Stadion Rote Erde. Ich werde das immer wieder mitnehmen, wenn ich gerade nichts zu tun habe und hier Spiel ist. Also ich finde, das lässt sich machen. Denkt daran, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, bitte abonniert meinen Kanal. Ich würde mich auch über jeden Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.